Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Dragon Quest Builders mit eurem Bobas. Servus. Wir haben ja den Garten schon angefangen hier. Ich habe jetzt halt im Grunde bloß noch ein kleines bisschen Grün hier mit angebracht, aber es fehlen natürlich noch so ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall mit anbringen müssen. Da wäre natürlich unter anderem die Blätter, die wir hier auf jeden Fall reintun müssen. Ich würde sagen, hier noch eins her, weil ich möchte nämlich da hinten, jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich das vielleicht nochmal so normal mache. Und zwar, jetzt muss ich nur mal gucken, ob ich denn davon was bei mir drin habe. Und zwar diese Brunnen. So. Zum anderen müsste ich mir noch rausnehmen diese hier. Und ich würde gerne noch rausnehmen, von den Seerosenblättern würde ich gerne noch welche rausnehmen. Die Dinger, glaube ich, kann ich jetzt halt mal verschwinden lassen. Und jetzt möchte ich noch mal gucken, wegen dem Brunnen. So, aber da habe ich, glaube ich, nichts mehr drin. Also von daher gehen wir doch mal ganz kurz hier zu unserem Tischle. Und dann gucken wir mal im Dekoration, müsste das dann sein. Also vermutlich bei Dekoration. Ja, da. Springbrunnen. Und das Ding hier haben wir auch, ne? Wir könnten einen Sparspeier her tun oder den Springbrunnen. Ich denke, ein Springbrunnen machen wir mal und den Sparspeier, den machen wir auch dorthin. Das sollte auf jeden Fall nicht fehlen, dass da ein bisschen Wasser aus der Wand rauskommt. Ich denke, das sollte ja auch in Ordnung sein. So, aber zuerst mal setze ich hier natürlich nochmal vielleicht zwei so Rosenblätter rein. So, zack. Dann machen wir hier natürlich auch noch solche Blümle. So. Da eine. Da eine. Und machen wir da eine. So, dann können die nämlich schon mal weg. Dann, ja gut, muss ich erst einmal rausholen, Moment. Die sollten ganz hinten sein. Der zumindest ist ganz hinten. Von dem Brunnen habe ich wohl schon einen. Oder der ist natürlich an die Stelle geflutscht, wo dann ein leerer Platz war. Das kann natürlich sein. So, auf jeden Fall kommt hier mal so ein Ding hin. Es dürfte sich nicht in ein Spa verwandeln, weil es fehlt ja noch so einiges. Und vor allem ist es ja viel zu groß. So, und dieses Ding könnten wir eigentlich hier so mitten reinstellen. Ja, warum nicht, ne? Warum nicht oder warum schon? Wie auch immer. So, dann würde ich aber gerne den hier wieder gerade machen. Und das Blümmerl damit hinstellen. Weil ich würde nämlich gerne irgendwas wie eine Art Zaun oder sowas daher ziehen wollen. Nehme ich mal das hier. Und dann würde ich gerne das mal probieren oder mal anschauen, wie das, ob das überhaupt funktioniert, wenn man quasi das hier hin macht. Und geht es dann oben drauf? Nein. Echt schade. Das hätte ich nämlich zu gerne daher gemacht. Aber gut, aber an sich finde ich das jetzt halt nicht einmal so verkehrt mit dem Zaun. Den kann man auch in der Holzfarbe lassen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, und dann eben bis daher. Nein, nicht bauen. Bitte schlafen. Schlafen wäre jetzt halt ganz gut. So, ich hoffe jedenfalls, ihr habt schöne Ostertage. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt die Tage so macht. Ich meine, man kann ja nicht sehr viel nach außen gehen, ne? Da sind wir ja alle etwas eingeschränkt. Naja. Oh, das ist sogar nicht einmal so schlecht, wenn das so stufig dahinter geht. Ja. Nicht, ne? Das wäre auf jeden Fall was,
was Einmaliges, ne? So, aber dann tue ich die jetzt erst einmal wieder weg. Was ich nämlich brauche, habe ich eigentlich schon einstecken. Moment. Kann ich von denen vielleicht auch ein, zwei hermachen? So, schaut vielleicht nicht einmal so verkehrt aus, oder? Kann ich nicht hinmachen, warum? Achso, weil da ein halber Stein ist, ne? Wahrscheinlich deswegen. Da noch eine hin. Da noch eins hin. So, dann schaut es doch schon wesentlich schöner aus. So, wir brauchen auf jeden Fall noch so ein paar Erdblöcke. Und da dran würde ich wahrscheinlich jetzt wieder mit einer Leiter arbeiten. Ich muss mal gucken. Wo habe ich sie? Da habe ich sie. Wie schauen denn die normalen Leitern aus? Ich glaube, die sind zu hell, ne? Also was heißt zu hell? Das Holz ist mir ein bisschen zu hell. Wir könnten allerdings das Ganze dann auch in Schwarz färben. Weil da täte ich nämlich gerne noch ein paar Blumen und Büsche hinsetzen. Moment, wir brauchen das da, oder? Ja. Ich mach mal 5 habe ich hin, also bräuchte ich 7. Oh, ich habe nur noch 5 Leitern. Ja, komm, dann machen wir die 5. Ist egal. Dann praktizieren wir da mal ein kleines bisschen Yin-Yang. So, jetzt fragt sich der eine oder andere, was hat er denn jetzt vor? Naja, ganz einfach, wir machen jetzt halt... Wir haben 5 schwarze, ne? 1, 2, 3. Und dann könnten wir nämlich da noch weiße mit hermachen. So. Zack. Und dann schaut auch das ganz gut aus, denke ich mal. So, dann machen wir hier noch ein paar Blumen drauf. Vielleicht 3 Farben. Und dann machen wir noch hier, aber nicht den übergroßen, sondern den normalen Busch noch damit her. So. Ja, das gefällt mir. Und normalerweise würde ich sagen, ja, wenn ihr mich nicht alle kennen würdet, ne, würde ich sagen, hier auch noch. Ein kleines bisschen zumindest. Ja, das ist jetzt natürlich die Problematik, ne? Jetzt habe ich hier die Leitern. So, da kann es nicht hin. Da kann es natürlich auch nicht hin. Aber es kann dahin. Und vielleicht dahin. Jo, und schon schaut doch das Ganze nett aus. Da würde ich jetzt halt mal noch nichts machen. Ja, obwohl, ein Ding hier über die Bank sollte gut sein. Mann, 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 ja. Ich übertreib's wieder mit meinem Grün. Na gut, also, das nächste, was auch grün wird. Jetzt muss ich nochmal gucken. Es müsste ungefähr hinhauen. Gut, dass da unten natürlich jetzt halt ein Locherl ist, das ist klar, ne? Und ich fülle das jetzt einfach mal mit Kies auf, weil ich habe genug. So, dann muss hier auf jeden Fall mal grün her. Und dann muss hier auf jeden Fall, das darf natürlich hier nicht fehlen, ne? So ein Kirschblütenbaum. Und dann würde ich sagen, ich mache insgesamt 3 Stück her. Jo, auf jeden Fall. So, hauen wir mal hier noch ein Loch rein. Und dann würde ich sagen, hauen wir da hinten nochmal eins rein. Das müsste... Na doch, hier. Hier ist gut, glaube ich. Obwohl, das ist vielleicht eins zu weit da drüben. Ich würde es lieber noch eins davor machen. Ich denke, das ist etwas schicker. Jo. Genau, dann füllen wir das mal. Meine Kirschblütenbäume habe ich 5 Stück, glaube ich. Und ich bin ehrlich, die habe ich natürlich nicht gefarmt. Die habe ich mir gekauft für
für Herzpunkte, aber ganz ehrlich, ist ja auch total egal. So, dann können wir hier auf jeden Fall noch ein paar Blümchen pflanzen. Ja. Sehe ich natürlich nichts, ist klar. So, dann machen wir da eine und noch da eine hin. Da könnte ich jetzt eigentlich auch in die Ego-Perspektive gehen. Dann könnt ihr schon mal weg. Dann machen wir da eine rosa. Da eine rosa. Zack. Zack. Dann machen wir eine hin. So, dann machen wir noch weiß. Moment, dann machen wir da eine und da eine. Hier und hier. Und dann machen wir da noch eine und dann passt's. So, dann muss natürlich da auch der ein oder andere große Busch hin. Und auf die Seite. So, und dann noch mit kleinen auffüllen. So, ich glaube, wenn ich hier einen Zaun machen würde, dann hätte ich irgendeinen Garten. Ups, warum ist jetzt die Leiter hoch? Das heißt nicht die Leiter hoch. Das heißt einfach nur hier noch einen Busch hinstellen und dann ist gut. So, dann könnten wir auf jeden Fall natürlich auch noch ein bisschen begrünen, weil mir ist das einfach zu nackig immer alles. Da eine hin, machen wir da eine hin und hier unten. Dann können wir da hinten in die Ecke noch einen bringen. So, hier würde ich sagen auch noch. Jo. Jetzt halt über die Lampe. Jawohl, passt. Und ein bisschen die Leiter einbauen. Das ist gut. Also meines Erachtens ist es gut. Yes. Finde ich sehr schön. Muss ich sagen, ich finde es sehr schön. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Jetzt ist nur die Frage, mir sind es noch ein klein bisschen zu wenig von diesen. Aber den einen Baum möchte ich aber auch noch loshaben. Können wir den einfach daher klitschen? Müsste ich halt da nur vielleicht einen Erdeblock hinmachen. Ja? Mal noch einen Erdeblock dahin. Wenigstens zack. So. Ich glaube, wenn ich jetzt eine Leiter dahin mache, dann haben wir einen Pool. So. Das bietet sich halt an, ne? Weil das ist genau in der Mitte. Moment, ich mache den aber eher zur Treppe hin. Jetzt brauche ich noch mal eine Bretterchen bitte. Ja. Doch, das ist okay. So, dann würde ich sagen, tue ich auch da mal vielleicht zu den einen oder anderen hin. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt jedes hinmachen. Muss ich nur aufpassen, dass ich es nicht aus Versehen auf die Pflanzen setze, weil sonst sind die weg. Mir ist es zumindest schon mit den Büschen passiert, die an der Wand sind, dass ich aus Versehen mit dem Hammer geklopft habe, oder besser gesagt, ich wollte vermeintlich einen Stein wegklopfen und habe dann aus Versehen den Busch getroffen, oder besser gesagt diese saftigen Blätter. Tja, und dann hatte ich plötzlich vier Holzstücke. Und wenn ich mir denke, dass ich hier diese Dinger kaufe, ist es natürlich nicht gerade
Sehr gut. So, wir brauchen auf jeden Fall nochmal. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich da welche noch drin? Von den Brettern? Moment, die sind. Die waren bei Deko, oder? Ja, die Dinge sind neu, ich weiß. Oder nee, Quatsch, die sind bei den normalen Blöcken sind die. Ja, da. Nee, da habe ich keine mehr. Okay, dann hier einmal. Und zwar nehme ich da jetzt mal, wie viel nehme ich denn? 5 Stück werden immer gemacht. Würde ich sagen, machen wir einfach mit 50 wieder. Und ich mache jetzt nur mal 20 in Schwarz. So. Gut. Na komm, lass mich raus. So, dann setze ich nämlich da noch ein paar hin. Gehe ich mal hier rüber ein Stück. Dahin. Gehe mal dahin. Und dann setze ich da noch 2. So, dann denke ich, ist das auch in Ordnung. Yep. Gut. Ich wollte da hinten vielleicht nur noch eine Bank hinsetzen, das ist jetzt das Einzige, was ich sage, das würde noch fehlen in der Ecke. Und dann mache ich auch wieder die bescheidene, einfache Bank. Ich muss nichts färben hier, also meines Erachtens muss ich jetzt nichts färben. Wird schon wieder dunkel. Es ist... Der Tag vergeht so schnell, ne? Das ist... Der Wahnsinn. Und ich habe das Gefühl, ich habe noch gar nichts gemacht. Ja, lass uns mal schlafen. Jo, und da ist natürlich dann wieder Kaffeezeit. Jo, streck dich, gähn dich. Es geht nämlich weiter. So, und zwar wollte ich hier eine hinstellen. Und... Ich weiß nicht, ob ich da eine hinstellen soll. Nee, ich glaube nicht. Eher noch hier an die Pflanzen. Dass man sagt, man stellt hier vielleicht noch was her. Oder so gegenüberliegend. Könnte man machen. Und dann halt vielleicht noch einen Tisch dazwischen. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob ich da noch einen Tisch habe. Sonst müsste ich den jetzt auch nochmal herstellen. Ah, doch. Einen Verbindungstresen habe ich noch. Dann könnte ich... Oder warte mal. Wie groß ist denn der Fasstresen? Könnte ich vielleicht auch herstellen. Ich will jetzt da nämlich... Oh ja, das ist cool. Das ist cool. Auf jeden Fall, das lassen wir so. Dann machen wir da nochmal. Ja, das dachte ich mir. So. Und dann machen wir nochmal eine. Ein bisschen rüber bitte. So. Genial. Lädt zum Verweilen ein, auf jeden Fall. Okay, so, es geht nach innen. Weh euch, es geht nach innen. Ich weiß jetzt nicht, wie groß dieses Ding ist hier. Aber ich möchte das Ganze so ein kleines bisschen... tja, wie soll ich sagen? Ich möchte nicht unbedingt einen Altarraum machen. Das ist nicht so mein Ding. Ich wollte jetzt mal probieren mit den Teilen hier und mit dieser Glocke. Die Glocke ist nämlich das Problem. Die ist 2x2 groß. Das heißt, ich kriege die ja hier nicht in die Mitte. Sprich, ich muss die im Grunde versetzt hier irgendwo hinmachen und einfach in die Luft. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das funktioniert. Okay, aber es funktioniert doch. So, dann wollte ich da unten drunter mal schauen, wie das ausguckt. Mit so Art Stelzen, als würde das Ganze hier quasi auf Stelzen stehen. Ist doch cool. Leute. Wow. Schon kommen wieder alle. Jawohl, hallo, habe ich euch gerade vom Bad rausgeholt, ja. Ja, mir geht's gut, danke. So, dann hätten wir nämlich da eine schöne Glöck.
Was ich allerdings noch machen möchte in dem Bereich hier, da muss ich jetzt noch mal schauen. Da habe ich doch genau diese Blöcke hier. Und nee, das war's eigentlich. Eigentlich diese Blöcke. Und zwar möchte ich den Eingangsbereich ein klein bisschen anders gestalten. Und dazu werde ich jetzt mal die Blöcke hier rausmachen. Dann müsst ihr zwei weichen. Ja, ich weiß, dass das jetzt ja das Bild zerhaut, aber das ist eigentlich egal. Ihr werdet dann auch gleich sehen, was ich mache. Und dann hier unten. Und tja, super. Naja, ist egal. Da kann ich jetzt irgendwas hinmachen. Oh nein, das geht ja gar nicht. Das geht ja überhaupt nicht. Ich muss euch entfernen. Nee, euch muss ich gar nicht entfernen, aber ich entferne euch. Ich hoffe, man muss sicher gehen. Wobei, ich kann es ja einfacher machen, ne? Bin ja auch doof. So, jetzt habe ich gleich wieder Hunger. Ganz toll. Nein, ihr zwei dürft da nicht rein. Ihr müsst draußen bleiben. So, dann schnappe ich mir mal ganz kurz mein Tauschgerät. Und dann machen wir das einfach so. Ja, jetzt bin ich einfach rum, ist klar. Ist mir aber jetzt auch egal. So, weil von den Kies haben wir auf jeden Fall genug. Und da unten können wir nicht allzu viel verändern oder ja, wie auch immer. So, dann würde ich sagen, Moment, mache ich noch die zwei? Ja, ich gebe dir ja schon. Ich gebe dir ja. Ja, ich denke, das ist besser so. So dürfte es besser sein. So, also zieht raus mit euch. Na? So. Dann brauche ich meinen flachen Meißel. Und hier auch mal. Ah, da habe ich die zwei vergessen. Nein. Hier. Da bitte hin. So, dann den hier und den hier. So, dann ist das auf jeden Fall schon mal für den Eingangsbereich, denke ich mal, okay. So. Da gehe ich jetzt mal lieber in die Ego, weil dann mache ich nämlich die drei noch raus. Das ist mir nämlich dann doch ein wenig zu unschön. Und ich würde sagen, machen wir die auch raus. Dann haben wir den kompletten Eingangsbereich eher in der Holzoptik. Ja. Ich denke, das ist gut. Das sollte in Ordnung sein. So. Ich glaube, man kann die Leiter zwar jetzt zum Beispiel daher setzen. Daher setzen. Aber nicht daneben, ne? Das geht nicht. Da bräuchte ich was dahinter. Da müsste ich im Grunde zwei Blöcke mal hinsetzen. Ich schau mal, wie das dann ist. Normalerweise, wenn ich dann das hersetze, Moment, zack, und ich dann den Block hier wegmache, ja, dann bleibt die Leiter immer noch stehen. Kann man eigentlich von der Seite? Okay, man kann von beiden Seiten hochklettern. Nee, geht da gar nicht. Von der einen Seite kann man gar nicht hochklettern. Es geht tatsächlich nur von der Seite. Von der Seite geht's ja. Naja, gut. Okay, gut.
damit habe ich das. Dann bräuchte ich für die Mitte. Wo habe ich es denn? Wo seid ihr? Da seid ihr. So, dann kommst du dahin. Dann ist das, denke ich mal, ganz, ganz nice. So, da drüben auf der Seite. Naja, gut. Ich mache das vielleicht doch auch mit den Dingen. Nein, nein, nein. Ach Gott. Ach. Wie gut, dass ich so flexibel bin in diesen Dingen. Dann setze ich es halt einfach wieder ran. So, Moment, aber erst tue ich euch noch daher. Nee, eigentlich wollte ich jetzt nicht dich dahin machen, sondern daher bitte. So. Ist ein schöner Eingangsbereich, würde ich jetzt mal behaupten. Da bräuchte ich noch, habe ich sogar noch, jo, das ist cool. So, die hier. Könnte ich daher machen. Und das dahin. Das sieht nämlich echt schick aus irgendwie. Muss ich sagen. Yes, und das schaut fast so aus, als gehört es so. Und das gleiche machen wir jetzt da nochmal hin. So, zack, das Seil, die Lampe und das Seil. Jawohl, das ist cool. Ja, ich bessere dich gleich aus. Sekunde. So, dann schaut es nämlich aus, als würde das da an der Decke hängen und verbunden sein. Ah, ich denke, das ist echt gut. So, einmal das, das und das. Und dann haben wir da... Jo, das ist gut. Öfter mal was Neues, ne? Hätte ich sagen. Moment, ich kann das mal schnell dahin machen. Dann brauche ich nicht so oft switchen. Dachte ich mir, dass ich da nicht hochkomme. Warum sollte ich auch? Ich habe eh die Optik sehr... Kann ich das einfach... Nein, kann ich nicht. Aber bei dem Seil ist es echt gut. Das kann ich oben hinhängen, das kann ich unten hinhängen. Das ist echt gut. So, dann tue ich erstmal die Lampen. Na, wobei, wir könnten ja nochmal Lampen installieren. Zum Beispiel hier. An der Ecke. Da könnten wir zum Beispiel noch eine machen. Und hier. So, für das obere muss ich jetzt allerdings in die Egon-Perspektive. Finde ich echt schick. Das schaut gut aus. Ja. So, jetzt tue ich mal schnell die Klötze weg, die Dinger hier weg. Ich tue jetzt auch einmal die Büsche ganz kurz weg, weil die werde ich jetzt halt erst einmal nicht mehr brauchen. Die Leitern können auch weg. So, dann brauche ich mal ganz kurz meinen Stamm wieder. So, hier bitte einmal rausnehmen und hier bitte einmal rausnehmen, dass wir das hier wieder auffüllen können. So, gut. Yes. Das ist schön. Jetzt brauchen wir allerdings noch was Spezielleres. Das muss ich aber leider herstellen. Aber ich laufe ja gern durch diesen Garten hier durch. Und zwar, das haben wir bis jetzt noch nicht hergestellt. Aber meines Erachtens passt es ganz gut hier rein. Und zwar, wo seid ihr? Jo, die hier. Die Sandalen. So, dann machen wir mal zwei. Zwei Pärchen. Dann würde ich gerne mal zwei, drei, vier, machen wir mal fünf. Fünf von den Reissäcken. Und was würde noch passen? Oh ja, das da. Das muss noch draußen unbedingt hin. Das muss noch unbedingt hin. An das Klick-Klock habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Ich würde vielleicht gerne noch eine zweite Glocke in den Rhein machen. So, brauchen wir dann noch etwas? Eigentlich dann nicht. Also zumindest nicht davon. So, wir bräuchten hier nochmal
Die kann ich da gar nicht herstellen anscheinend. Wo seid ihr? Ich muss ganz kurz mal gucken, weil ich suche nämlich diese bestimmten Schwerter. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier... Oh Moment, wir könnten auch hier ein Einwohnerverzeichnis reinmachen. Das wäre jetzt nicht einmal so verkehrt. Dann hätte man nämlich das immer parat. Es wird schon wieder dunkel, ne? Das ist der Hammer. Oh ja. Hier, temperierter Tisch. Dann auf jeden Fall den Luxus. Nee, also ich finde den Fasstresen eigentlich richtig schön. Muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der hier so gut herpasst. Also ich meine, klar, wir haben den ja schon mal gebaut, ne? So, dann machen wir mal 4. Es dürfte sowieso kein Raum da oben entstehen, weil das viel zu groß ist. Und dann... Was wollte ich jetzt noch? Ich wollte noch irgendwas Bestimmtes. Ah, da, die Samurai-Schwerter. Die Samurai-Schwertsammlung. Ja. So. Gib ihn ins... Nein. Gib ihn ins Bett. Also das möchte ich jetzt auf jeden Fall noch mit euch zusammen fertig machen, weil... dann geht es eben ein paar Minuten länger. Ich meine, meine Parts gehen einfach zwischen 30 und 45 Minuten. Selten länger, also bis zu einer Stunde ungefähr. Aber ich finde es eigentlich ganz... Also für mich ist es zumindest unterhaltsam. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Keine Ahnung. So, dann stellen wir mal da welche her. Bitte richtig rumstellen. Und wir stellen da welche her. Bitte andersrum. So. Dann sowas wie diese Reisbündel. Die würde ich gerne da einfach platzieren. Ich glaube, übereinander schaut nicht gut aus, ne? Nee. Die müsste man dann vielleicht auch irgendwie dazwischen reinmachen können. Warte mal, dann platzieren wir da einfach mal da hinten einen. So. Dann... Die nächste Glocke, die muss natürlich dann, ist ganz klar, hier hin. Ich glaube, dieser Nöppel, der da dran ist, der ist auch wirklich nur auf der einen Seite. Jo. So, dann hier nochmal. Die Stelzen. Ich glaube, also ich vermute es jetzt einfach mal, ich glaube zumindest, dass ich das schon mal gesehen habe, dass so riesige Glocken auch mal auf so... Aufstellern im Grunde stehen. So. Dann machen wir hier, würde ich jetzt mal sagen, einen Esstisch. Ich weiß jetzt bloß nicht, was da... Da kommen, glaube ich, diese Sitzkissen dann drunter, ne? So, und hier, da kommt man rein, da geht man raus. Ich würde den... Oh, der ist ja viel zu klein. Der ist viel zu klein, dieser Tisch. Der müsste, wenn, dann hier stehen. Und das Ding hier ist 3 nämlich breit. So, aber das, die Schwerter gehen auf jeden Fall drauf. Und das gleiche würde ich nämlich dann nochmal an dem Fenster da machen. So. Bettentechnisch, ich würde sagen... Wir stellen hier einfach mal 2 Stück her. Und die anderen 2 kommen weg. Dann müssen wir noch mal raus schnell. Halt. Das muss ja jetzt hier irgendwo platziert werden, ne? Und immer wieder krabbel ich jetzt natürlich, wenn ich dahinter gehe, die Leiter hoch. Jo, das ist gut. Es geht ins Wasser, da läuft Wasser hoch, das klackert. Schön. So. Dann hole ich mir nochmal einen von diesen Tischen. Und dazu haben wir ja dann das Samurai-Schwert.
Und dann müssten wir quasi für den anderen noch einen davon herholen. Und wir bräuchten dann diese bequemen Kissen. So, 2, 4, 6, 8. Ja, machen wir 8 Stück. Und da machen wir von denen, weil die kann man ja schön färben, machen wir 4 Stück in Weiß. Und wir machen 4 Stück in Schwarz. Yes! Dann haben wir nämlich auch diesen Yin-Yang-Effekt wieder reingeholt in das Innere. So, zuerst mal, gut, habe ich dich in der Hand, dann kommst du daher. Da oben drauf kommen dann nochmal die Schwerter. Moment, den Tisch habe ich noch nicht. Da bist du. So, dann können wir nämlich das Einwohnerverzeichnis können wir nämlich dann da wieder drauflegen. Dann haben wir das auch da. Das schaut nämlich auch nicht immer schlecht aus. So, und hier würde ich sagen, machen wir dann einfach auf. Ja, ich mache zwei weiße gegenüberliegend und dann noch zwei schwarze gegenüberliegend. Ja. Da wären jetzt eigentlich nicht einmal so schlecht die Holzschälchen, ne, wenn man zumindest drauf setzt. Habe ich da zufällig eins? Na, ich habe bloß die Dinger, ne, dieses Besteck. Also wenn, dann Holzschälchen. Das andere würde nicht passen. Jo. Und damit haben wir den Innenraum dann auch ein bisschen fresh gestaltet. Was mir hier vielleicht noch fehlt, das wäre nochmal Lampen. Also hier an der Ecke, an den zwei weißen Seiten hier. Jo, das machen wir auch noch. Komm ich da bis da hoch? Jo. Da nehme ich noch welche hin machen. Yep. Da unten lasse ich es, da hängen wir die bloß hin. Da genauso. Oh, ich habe keine mehr. Ha. Na gut. Dann einmal flugs bitte. Habe ich jetzt irgendwas genommen? Nee. Dann brauchen wir hier nochmal. Ich glaube, das war hier. Nein, das war hier nicht. Da war's. Dann nehme ich mal hier nochmal 20 raus. Das kostet Pelz. Naja, gut. Das ist ein Seil, ne? Und irgendwie muss das ja halten. Ist ja ganz klar. So, dann brauchen wir von den Lampen. Nehmen wir hier noch welche. 4 Stück brauchen wir da. Die täte ich jetzt tatsächlich mal versuchen in einer anderen Farbe. Die täte ich mal. Ich bin ja mal gespannt, wie das ausschaut. Auch in Schwarz und Weiß. Das machen wir. Das machen wir, ja, auf jeden Fall. So, dann nochmal die hier und zweimal in Weiß. Yes. Die Seile kann man ja nicht färben. Doch, auch die könnte man färben. Oh, das ist ja cool. Aber färben tue ich die jetzt nicht. Die lasse ich in Natura. So. Einmal flugs herein. Schönen guten Tag. So. Einmal und dann nochmal da hier. Da dort. Dann machen wir hier aber eine weiße und eine schwarze. Ja, die macht natürlich nicht sehr viel Licht, ne? Das ist klar. So, und dann hier noch eine schwarze und hier noch die andere weiße. Yes! Und ich bin zufrieden. Ich bin jetzt absolut zufrieden. Man könnte noch die ein oder andere Pflanze vielleicht hier herstellen. So ein, ja, nur so ein Pott.
Das wäre noch okay. Da könnte ich zum Beispiel noch die zwei Verlängerungen machen. Die passen nur da hinten bei dem Esstisch nicht hin. Aber hier finde ich das okay. Ja, wobei, dann ist es unsymmetrisch, ne? Müssen wir machen. Alles klar. Man kann ja immer noch dran vorbeilaufen. Yes. Also da freue ich mich auch schon, was ihr sagt. Das wäre sogar gut. Und hier noch. Und hier noch, ne? Jetzt wo wir... So. Da mache ich aber allerdings die Standard. Jo, bitte. Zweimal. Zweimal das Ganze, bitte. So, und dann ist aber auch wirklich Schluss. Das sind jetzt dann die letzten Hängerle, die ich mache. So. Na, ja, vielleicht könnte man es doch noch eins höher hängen. Na, das schaue ich mal an. Jedenfalls bin ich jetzt ganz zufrieden mit dem, was ich hier geschaffen habe. Und ich hoffe, euch gefällt es auch. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst natürlich und vielleicht auch einen Kommentar. Und dann schaut doch einfach beim nächsten Mal wieder mit rein. Hier bei Dragon Quest Builders 2 mit eurem Bobas. Macht's gut, habt noch eine schöne Osterzeit und ja, bis demnächst. Ciao, ciao.